Hallöchen und willkommen zum ersten Clan-Let's Play LCPDFR von dem Austrian Police Mod. Ich bin Berli und hier neben mir ist der liebe Xion. Hallo, wir fahren heute das erste Mal im Online-Modus zusammen im Clan herum. Es sind jetzt erst nur 3 Menschen, das wird sich aber ändern. Hallo. So. Hallöchen. Fährst du wieder zivil? Die Person ist eingetroffen. Ich? Ja, okay. Ich fahr zivil. Passt. Gut, dann öffne ich schnell meinen Kofferraum, hol mal die Sachen raus. Jetzt schon. Schrotflinte mal von hinten rausholen. Rotti. Huch! Ah, da ist der BMW schon gespawnt. Machen wir noch die Einteilung, wer wo ist. Okay. Okay. Noch kurz alles aus dem Kofferraum holen. Hey! Ich würde sagen, oder kurz das mal die mittlere Map nehmen im Mittelpark. Du? Wir können natürlich eine andere nehmen. Das ist prinzipiell, wir zu dritt die mittlere Map. Also mittlere, die, okay. Mittlere Map. Mittleren nee, Teil ist ganz egal. Und dann teilen wir uns dort halt ein, wo wir fahren. Oder wir können natürlich auch die andere nehmen. Ja, fahren wir auf die mittlere Map und ich mach Mittelpark. Ein bisschen. Ihr könnt ja, einer von euch kann oben die eine Straße abfahren, die Schnellstraße über den Mittelpark. Mach ich. Machst du, okay. Und ja. wo willst du fahren? Dann fahre ich unter dem Mittelpark so die Shoppingmeile ab. Okay. Passt, dann haben wir die Einteilung auch. Jo. Jo, also wie gehabt, bei Schusswechsel sagen wir uns ein Shootout, bei einem Schusswechsel sagen wir uns Schusswechsel und wenn ihr eine Unterstützung braucht, soll einfach Bescheid sagen. Jo. Ich markiere mir nur schnell den Mittelpark, so. Ah, warte, fahr kurz vorbei, Jan, ich muss mein Radio ausstellen, der ist mir zu laut. Ja, das ist Roleplay vom Feinsten. Da die roten Ampeln werden mit beachtet. Ja. Dauert halt alles ein bisschen länger, aber gut. Oh, da ist mir gleich mal hinten reingefahren. Kannst gleich aufhalten. Gleich mal auszuziehen. Er darf halt zupfen, ne? Darf halt zupfen. Scheiße, ich hätte den fahren sollen. Nee. Ja, jetzt hat er schon darf halt zupfen da hinten. Dodala. Nein, ich hab mich dahinter gefragt, jetzt wird's weggefahren. Bei der nächsten Polizeistelle werde ich zum Darfallzupfer. Oder? Ich kümmere mich mal da um die Oma. Okay. War klar, dass wieder rot ist, ha? Ja. Gott, was haben wir gesagt, Max? Maximal 90. Ja, ihr habt gerade die Ansicht nicht da. Ich mache ja sowieso Parkaufsicht. Boah, na dann. Die Parkaufsicht. Bei dem ist. Sag mal, was macht. Die jugendlichen Kiefer raus, gell? Warte mal ganz kurz. Die Gangsters. Ah ja, da ist so viel Stau hier. Ich komme gar nicht voran. This is the LCPD. Pull over now. Oh mein Gott, mir fällt einer weg. Nicht einmal anfangen, der fährt schon weg. Ich habe jetzt den Mod gar nicht drin, dass das Blaulicht schön aussieht. Das ist aber jetzt egal. Gut gemacht, Kevin. Schaffe ich auch nicht. Ihr habt die Visual Settings nicht reingehauen? Ne, ELS Settings vergessen. Oh, das, ich weiß immer, ich vergesse irgendwas, aber egal. Hast du Unterstützung? Na, geht schon, danke. Fahr weiter, Jan, ich habe ihn, danke. Danke, Sam. So. You have 5 seconds. 5 seconds to leave your car. Okay, sie haut ab. Aber ich glaube, ich hab sie gleich. Die kann ich nicht schnell rennen. Okay, ich hab sie. Nimm deinen Taser. Das ist, glaube ich, das Beste. Nein. Hey, jetzt hat irgendwer mich angestupst, Alter. Jetzt mit dem Handy schauen, wer hier drinnen ist. Ja, der nette Herr Bladi. Ach. Der stupst mich auch schon. Ah, oh Gott, hier bauen sich nur Verkehrsunfälle und ich bin mittendrin und ich habe jetzt keine Lust, den da rauszuziehen. Ich komm nicht mal in mein Einsatzgebiet rein, weil so viele Staus sind. Gut, kannst vielleicht dann mein BMW wegstellen? Ganz gut, wenn ich gleich mein Auto spawne. Das Problem ist, ich... Geben. Warte mal, wo spawnst du's denn? Ja, ich... Ne, in T5 lässt die über... So der spawnt eh woanders. Der spawnt nicht in der Mitte. Glaubst du? Ja, das weiß ich. Der spawnt rechts. Links halt. Und die ausgesehen rechts. Mhm.
Nein, der ist da gespawnt, oh Gott. Auf sein Auto drauf? Ja. Okay, das wusste ich nicht. Tut uns leid, Jan. Dachte immer. Jetzt bin ich da voll zu Alter, da steht der Derby und ich dachte, ich kann jetzt zupfen. So, ich fahr Parkaufsicht, ihr könnt rundherum fahren. Ich mach drinnen Drogen. Einsatzkommando. Schaut schon ein bisschen verdächtig aus. Da zwei Typen mit Hoodies stehen da und unterhalten sich. Da schauen wir gleich mal, was die machen. Gleich mal Alkotest, ne? Nein, nicht Alkotest. Erstmal frisken. Schau mal, ob's irgendwo ein Auto stehen haben. Wäre lustig. Dann nehmen wir mal das Auto von denen vor. Der haut beim Frisken einfach AP. User joined your channel. Hallihallo. Und willkommen in der Aufnahme. Oh. Nee, bleib drin, ist geil. Ey, warte mal, ich muss jetzt Reload Script machen oder er. Nee, okay, ist schon weg. Mir haut gerade zwar jemand ab. Alter, in der Nacht ist scheiße, wenn man da voll zupfen geht. Ja, da sieht man kaum was. Naja, aber muss schon sagen, in der Nacht sind es meistens draußen. Da hat's uns immer dumm, wie Verrückten. Das geht gar nicht 50. Okay, der hatte nichts. Mir das Feature geil, was der Kurt einer gemacht hat, dass SM50 oder so rumsteht. Gut, dann den nochmal. Ich habe einen Call von einem Reckless Driver, ich werde wahrscheinlich hinfahren. Okay. Schauen wir mal. Wenn es Hilfe verlost, du ja, weißt. Ja, ich habe einen Reckless Driver in der Wenson am Knuckle Street. Ja, ich fahr hin. Na. Ich werd nicht free for calls. Parkaufsicht ist ein schöner Job, ha? Huh? Das ist sicher. Gehst rum und drehst dein Jolly mit den Kindern. Gut, wir können auch wechseln, Luke. Ich mach die scheiß Parkaufsicht und du musst ist eh egal, anderes. Ist geil. Ich bin immer so gespannt, was die alles eingesteckt haben. Kommt einer auf einmal mit der Bazooka und dann bin ich weg. Einer ist ja schon weggerannt. Gibt's das wirklich? Na, gesehen habe ich das noch nicht, nein. Hatte ich einmal im Singleplayer. Oh mein Gott. Das geht. Keine Ahnung. Ach, ich finde das immer so geil realistisch in GTA. Ja. Wenn's, weißt du, die Bazooka ist größer als du selber und dann packst du es einfach so aus, als Marsch. Ja. Der Jackentasche aus. Habt ihr gesehen, auf Facebook war das Video im Umlauf, sein Rollerfahrer wurde angemalt, weil er nicht weitergefahren ist. Wie? Dann, ja, ein Rollerfahrer wurde von einem anderen, ich glaube, Motorradfahrer oder so angemalt. Scheiße. Er wurde angemalt und dann kommt das. Ja, kommt, bist du gerade frei? Ja, kommt er so mit der Axt. Was ich brauche Unterstützung, ich will mich mit anderen dann kommt, dann kommt was Unterstützung, Alter? Dann kommt er vom Roller mit der Axt runter, hat du das gesehen? Ein silberner Mittelklassewagen. Wahrscheinlich ein, was ist das, eine Frau am Steuer, die nicht fahren kann. Der Wagen ist vorne schon sehr beschädigt. Befindet sich jetzt. Warte, bevor er hin, er fährt Richtung Mittelpark ran. Mittelpark? Also, Richtung zu mir? Er ist über Mittelpark, Was? Über die Straße, beim Burgershot jetzt. Bei der Tobe Street. Mir entgegen oder weg von mir? Er biegt jetzt rechts runter. Er fährt jetzt, Moment, ich schaff die Karte. Er das fährt ist links. Fast noch nicht vorbei, er fährt Alter, macht ihr das bitte, ich hab da gerade auch was. Glaub, ich hab ihn gerade weggerannt. Nein, nee. Das war nicht er, ich bin direkt hinter ihm. Jetzt da, raus. Ja, da. Bob ist deppert. Ich hab da gesagt, ich kann das. Du kannst ihn jetzt so rammen. Die arme Frau verreckt. Das war doch nicht Org, Alter. Warte, ich zahl's raus, ich zahl's das letzte raus. War Org, wie ich den früher mal gerannt hab. Aussteigen! Aussteigen! Warte, ich hol man schon. Ist eine Frau. Ist mir egal. Dann hol ich sie. Der darf halt super Bus fährt hinterher, nicht schneller als ich. Weil du noch zu Fuß umgegangen bist du. Ja. Der ist wirklich gerade gegen sowas gefahren. Wirklich. So, der Verdächtige wurde festgenommen. Ich nehme ihn mit auf die Wache. Ja, ich kümmere mich drum. Und er wurde überfahren. Was? Nix gut. Soll ich ihn mir abholen, Kurt? Nein, ich hab ihn schon. Ich bin cool. Person wird festgenommen. Es ist schade, dass ich jetzt das ELS-Preset nicht drin habe. Jetzt sind die Lichter so schlimm aus. Egal. Oh hey, der scheiße rot. Ich weiß nicht, aber jede Ampel in diesem scheiß Spiel ist mal rot. Ja, bei mir auch. Die richtige Person wurde aus dem Gefecht gesetzt. Ja, ich glaube, du bist die nächste Ampel von mir grün. Bin jetzt wieder free for calls. Und fahr wieder zurück in meine Region. Malte. Oh fuck, ich fahre in die falsche Richtung.
Ja, da bin ich falsch abgebogen. Da darf halt Zugfahren. Ich gebe Kurt da mal ein bisschen Schutz von hinten. Das kommt ein bisschen schwul. Pass nur ja auf, dass jetzt nichts crasht, wenn du so nah neben mir bist, gell? Ich bin gerade im Einsatz. Hab eine Person im Mittelpark mit einem Messer. Flieg am besten rechts ab und hilf dem Bärli ein bisschen. Du, das ist ein Drängler. Du fährst wirklich hinten rein? Ist ein Drängler. Wo ist er denn? An dem Mittelpark, oh Gott. Okay, weiter. Das ist ein Stau. Ja, wegen uns, weil du im Reingefahren bist. Ja, Alter, wenn es ein Drängler ist. Ja, jetzt bin ich gegen die Einbahn wegen euch gefahren. Jetzt habe ich so... Das ist mit dir Standard. Ich weiß. Ich kenne mich in New York zu wenig aus. In Österreich da, Graz oder so. Oder Türkei oder so. Person in den Mittelpark mit dem Messer in der Hand. Werdet wieder zum Einsatz verwenden. Er attackiert andere Leute. Habt die Person getasert. Okay. Messer wurde gedroppt. Person außer Gefecht. War klar, ich habe meine Pistole verloren. Muss mal immer mir passieren. Da muss ich beim Chef eine neue anfordern. Normal. Der Chef, der gibt da nichts. Ich bin nicht der einzige Polizist, der da gegen die Einbahn fährt, da ist einer. Der ist ohne Blaulicht und da ist wieder ein Drängler, ja bitte. Ich weiß, dass rot ist. Boah, wo ist mein Streifenwagen hin? Der ist da, wo ich stehe, der Vollkoffer. Deswegen, ich habe ihn nicht gesehen, weil du mit deiner weißen Markierung direkt über dem blauen standen bist. Was ist denn da los? Seminar oder was? Wieder zurück in meine Region, ich fahr mal runter. Ja, ich fahr auch wieder zurück. Ich bin gerade, anstatt zu lenken, gut, das auf war F gekommen. Und mein Ort ist in den Mittelpark. Officer offline. Gut, das war der erste Streck. Wart ihr zu nahe beieinander? Ne, gerade nicht. Script? Ah ja, warte schon nach. Ja, musst du nicht, kannst wieder reinkommen. Jan, lad den ein. Okay. Ja, mach ich dann. Wenn es ein zweites Mal passiert, schieb ich es auf den Police-Helfer, obwohl ich ihn nicht verwendet habe. Ich habe ihn bis jetzt auch noch nicht benutzt oder so. Alter, um der Uhrzeit kann man doch nicht Starfall zupfen, das ist was Schaß. Ja, du hast dir den Job ausgesucht. Was? Es kommt auch gerade überhaupt nichts rein bei mir. Keine... Meld dich mal, dass du offline bist und also... Ab und mehr, dann wieder an, dass du wieder früh... Ah, ich hab jetzt gerade was gekriegt. With a weapon, okay, das ist... Der Idiot rennt wirklich vor meinem T5. So... Gibt es einen Einsatz? Da links vor mir hin. Ich habe gerade so einen Putz, also was die, der so ein Grazer, der was putzen tut, angehalten. Putz werden, ja. Ja. Guten Tag, der Herr. Ich hatte grün. Reckless Driving, F10. Ask for Driver License. Ja, ich schau mal den Computer nach. Jon, kannst du mir noch kurz einladen, bevor du nachschaust? Ja, mach ich. Danke. Nur einsteigen, sonst finden wir zusammen, die Idioten. Benny. Okay, dann einladen. Da schauen wir gleich einmal nach. Da. E. Und cool. Hände in die Höhe. Hoch die Hände, Wochenende. Da kenn ich ein Bild, das krank ist. Das ging jetzt leicht, das ging leicht. Willst du deinen gelben T-Shirt stimmst? Ja, die Frau. Ja, ja, du bist kindig. So, ich hab die Frau festgenommen, die hat deine Waffe sich sofort ergeben. Okay. Da hat er einen Haftbefehl. Der Haftbefehl. Na, da hat gerade den, was sie angehalten hat, der hat einen Haftbefehl. Ein Teil aus. Mach her. Aber glaubst du den lassen vor? Nicht nur freundlich, sag's ihm. Ask Driver to step out. Er sagt yeah, yeah, yeah und dann steigt er nicht aus. Sag nix. Wisst ihr, was da vorher drüber? Schreibt mir jetzt nicht.
Na gut, achtet schon wieder auf die Regeln. Ja was? Der ist überall rot. Schau schon wieder rot. Was wollt's denn? Ja, da muss stehen bleiben. Hallo, das ist ja kein Roleplay hier. Ende haben wir gegangen. Und da ist jetzt endlich mal was grün. Oh. Ich fahr dich zur Polizeistation. Das war gelb. Das war nur gelb. Keine Angst. Das war gelb. Da ist schon wieder rot. Ja, mal sehen, ob's gelb ist. Und warten, und warten. Okay, ich bin wieder auf online im Dienst. Passt. Passt, erst. Ich will mal mein Auto reinigen. K geht beim T5 nicht. Ja, der hat da keiner. Was geht beim T5 echt? Nicht? Weil der hat eine K für ELS liegt, aber der hat ja keine dort. Der hat nur mit J welche. Es macht zwar einen Sound, aber er hat keine Lichter in dem Sinne. Bin ich lol. Ach, nur mit dem Auto. Es leuchten ja außerdem alle Lichter. Dumm mit J. So, und tschüss, hau ab, war nett. Funkstreifen 16 im Dienst, wartet auf Einsatz. Der Blade ist im Dienst. Der Blade, hallo? Der Dünne. Dankeschön. So, der Putzwagen glaubt, er ist was Besseres und will sich vordrängeln. Es ist ja rot. Halt den Putzwagen auf, mach das. Man, ich hab auch gedacht, die sind immer lieber und so wie du. Ein Drug Deal. Oh. Aber ein Reckless Driving Call bekommen, ich nehme mal an. Und ich bin jetzt beim Drogendeal, gell? Eine Energie... Anscheinend bist du beim Drogendeal. Vor mir bist du. Ja. Ja, ich fahr grad hin. Krieg grad die ganzen Einsätze. Soll ich mitkommen? Lieber nicht. Fahr zu einem Einsatz, geschultertes Fahrzeug. Entschuldigung, Reckless Driving. Ein Motorrad, Energie... Das muss ja theoretisch das Polizei... Das wollen wir uns. Er müsste das, ich glaube, er ist gerade auf der Höhe der Polizeistation hier oben in oberhalb des Mittelparks. Rockside Avenue. Da ja. Bin ich gerade, aber mir kommt nichts entgegen oder so. Bist du nicht, dort wo ich bin. Vier bewaffnete Frauen sind bei mir. Ah. Schaut nicht gut aus. Ich tu mal den untersuchen. Ach so, ich fahr ganz dazu. Es gibt ja nichts Besseres, als den zu untersuchen. Kein Wunder, dass ich nichts finde. Wenn ich einen Kurti markiert hab. Okay, irgendwie stehen die da nur blöd rum. Okay, sie droppt. Oh mein Gott. Droppt sie auch die Waffen? Oh mein Gott. Shots fired, also Schusswechsel bei mir. Was das? Nein. Bin gerade hinterher. Ich gerade vom. Brauchst du Unterstützung? Ich glaube, ich krieg sie noch. Sie ist ein bisschen schnell, das ist mein Problem. Aber da rennt irgendwer weg. Berle, ist das vielleicht deine Person? No, die habe ich schon, die habe ich ach schon komm, gehabt. Okay. Bleib doch stehen. Tut dir doch nix. Hey, Sister! Da vorne ist der Fuck. Der hat keine Augen im Kopf stehen. Stehen, verdammt, ich taser dich sonst. Wie viele hast du noch dort? Eine. Die zwei anderen habe ich abgeschossen, weil die die Waffen gezückt haben. Sie hat sie gedroppt. Okay, ich glaube, ich hab's jetzt. Ja. Einsatz erledigt. Ich werde sie mitnehmen. Jetzt muss ich nur alles zum Auto zurücklatschen. Mit ihr. Hab ein Call for Assistance acquired. Ich nehme mal an. Ich hab auch. Ich geb sie einfach da vorne in der Kindergartenstube ab und fertig. Mädchen. Sag mal, das geht so nicht, dass du da hängen bleibst. Ich fahr jetzt zu, ich glaube zu irgendeiner Person, die was ein Problem hat. Okay. So gut habe ich es nicht gelesen. Oh, ich muss alles hinlatschen. Scheiße, das bedeutet nichts Gutes, wenn das so angezeigt wird. Was denn? Schusswechsel, mehrere Personen mit Schusswaffen, bräuchte noch. Ich glaube, ich habe auch jetzt Schusswechsel. Ey, das ist echt nicht ihr Tag. Zuerst festgenommen, dann stecken bleiben und überfahren werden. Hä, was? Du gerade hier für einen Call, ich hab mindestens vier Personen mit Schusswaffen, die zum Schießen. Ich könnte jetzt kommen, ich muss alles zu meinem Polizeiauto zurücklatschen, aber bin gleich dort. Okay, ich warte auf dich. Oh, hinterm Rücken bitte. Okay, mein Auto steht noch da. Ich zähle vier Personen in schwarzen Jacken, bewaffnet mit Leichtfeuerwaffen. Warte mal, dann markiere ich mich dir.
deine Sache. So, da drüben bist du. Wenn man schießen will, öffnet sich der Polizeisalbe. Hättest du ändern müssen? Ja, haben wir aber gesagt, dass wir das ändern müssen, aber dass sie hier nicht zugehört. Ich habe heute noch gar nicht wirklich zugehört, weil ich so wenig geschlafen habe und so müde bin. Das ist nicht gescheit. Bin gleich da, Benny. Ja, ja, ich halte sowas. Gerade bist du da, bis ich versteckt bin in der Mauer. Ich glaube, es sind drei Personen, die auf eine Person schießen, die aufgeworfen ist. Alle leicht mehr Waffen mit Pistolen. Auf was habt ihr es geändert? Auf X wieder. Okay. Warte. Gut, wo bist du? Ich hab nur gerade einen Reload-Script gemacht. Okay. Benny, komm. Und ich dich nicht störe. So. Wo sind sie denn? Da vorne, okay. Stehen sie auf der Kreuzung. Einer hinter dem roten Auto, einer hinter der Wand. Und einer ist hinter der Wand. Was ist das? Oder ist das, ist der, ist das rechts ein Kollege, oder? Nee, da ist kein Kollege vor. Oh ja, das ist ein Kollege. Okay, der Kollege ist tot. Ich versuche wieder zu beleben, gib mir Deckung. Scheiße. Komm schon. Komm, du schaffst das. Schau, ob in der U-Bahn noch jemand ist. Okay. Der bin gleich bei euch, keine Sorge. Ah, da ist niemand. Okay, der Kollege ist leider gestorben. Da hilft doch leider kein Krankenwagen mehr. Kann mir irgendwie weiterhelfen? Nope. Ja, die Fahrzeuge wegräumen würde ich ja sagen. Ja, das könntest du vielleicht machen, warte, ich sperr mal ab. Polizeieinsatz haben wir hier. Suchen wir irgendeinen Parkplatz für die Autos, ha? Da drüben sind eh so viele Parkplätze. Achso, ja, hast recht. Stellen wir es lieber auf die Parkplätze. Sonst macht das Spiel wieder irgendwelche Probleme vielleicht. So, hier ist jetzt leider gesperrt. Für dich, mein lieber Patient. Scheiße, Patient ist endlich eingetroffen. Warum schalte ich nie die Motoren ab? Ich weiß es nicht. Halt einfach lange F gedrückt. Ich weiß, aber ich merke mir das nie. Oh ja, merken schon, aber... Immer so, ich bin zu faul. So, ich habe erstmal hier alles abgesichert. Benny, du hast Motor angelassen. Bei einem, oder? Ja. Ja, ich hab's auch gemerkt. Weil warum sind da so viele Tourismus? Achso, dort hinten ist ja die Fabrik von Tourismus. Die Fabrik? Fabrik? Sicher. Na, das ist der Händler dort. Ja. Die Fabrik ist woanders. Ich kenne ihn nicht. Weil was Polizeiunterstützung kommt, habe ich aber nicht geholt. Ich auch nicht. Na gut, dann fahrt's rein. Die kommt aber relativ spät. Ja. Ja, dann hat sich anfangen lassen. Dass da was war. Da ist auch noch was, gell? Ich bin nicht abgesperrt. Lassen wir da erst einmal alles so stehen, bis die Crime Scene kommt. Die wird dann das übernehmen, dass man da erst einmal abgesperrt, dann sperren wir da auch noch ab. Benny nimmt sich... Alter, was ist denn da nur los? Da hinten stehen Nano-Autos. Und ich sperre da jetzt auch noch ab. Benny, laufen wir nicht vors Auto. Das war gerade echt knapp. Left, left. Na geil, ich habe alle Barrieren aufgebraucht, die ich hatte. Einmal der Crash gehabt, beim Aussteigen. Tja. Ich glaube, jetzt waren wir zu viel aneinander. Nein, deshalb mache ich euch immer aus den Script, wenn ich zu euch fahre. So weit habe ich jetzt nicht gedacht, aber jo. Ich stelle mal das um dort in den Bin der Einzige, bei dem man nicht crasht ist. Ich habe mal das für Cryo-Beamer rein. So. Weißt du, das mit den ELS, also ist das bei ELS, Duty? Ja. So, jetzt schauen wir erst einmal. Es ist wieder Tag. Ja, den noch wegstellen haben wir es geschafft. Aber gut, mit denen konnten wir auch noch arbeiten, mit Police Helper. Theoretisch. Ohne Police Helper. Ja, aber jetzt ging's ja auch lange. This is the police. Und ich bin jetzt ja noch nicht einmal gecrashed. Ich fahre insgesamt jetzt zu euch nie, wenn ich im Dienst bin. Wenn ich euch helfen will. Oh mein Gott, Hilfe, Shots fired! Ich hab's geschafft, sie ist hin. Ich wäre aber fast gestorben. Ach du Scheiße, es war...
Hätte ich jetzt die AOG nicht dabei gehabt, wäre ich jetzt. Du hast deine Absperrung hier noch stehen gelassen. Ja, das ist da, damit die Crime Scene kommt. Wir lassen es dort abgesperrt fürs Erste. Mein Tipp halt. Warte, dann ist es abgesperrt. Oder sind die ganzen Autos schon weg? Ich kann es uns wegmachen. Nee, ich fahr mal weg, damit sie wegspawnen. Warte, ich schau mal, ob ich das hier irgendwie wegmachen kann. Bist du hin, du bist nicht nur auf einer Karte anzeigt. Ja, ich war gerade im Police Helper drin, deshalb. Jetzt auf die X haben wir es wieder gegeben. Ja. Jo. Passt. Das war Speicher. Okay, da ist ein Einsatz, nehme ich jetzt nicht dran. Oh Gott. Ich habe einen Einsatz für einen Drug Deal bekommen. Ich schau mal, wo es hingeht. Am Call ich habe eine Skype-Benachrichtigung bekommen. Oh, ich will doch keine News. Drug Deal in Progress. Ich werde hinfahren. Bräuchte Hilfe. Brauchst du Hilfe? Ach, egal. Nein. Ich will die Barrieren mit einem Klick wegmachen, aber gut. Ich mache das einfach mit dem Trainer. Hast du für einen Einsatz? Ich habe gar keinen Einsatz zurzeit. Okay. Pascal hat sich umbenannt und hat geschrieben, wartet bis die Aufnahme beendet ist, bitte dann WhatsApp schreiben. Ja, er hätte gerne da bleiben können. Ja, naja, wenn er nicht will. Ich würde sagen, wir treffen uns jetzt erst einmal an einer Zentrale. Okay, ich habe einen Suspekt, wo ich hin muss. Triff dich bitte oben rechts bei der Zentrale beim... Oben links, oder? Na, oben rechts. Das ist die andere gemordete Zentrale. Okay. Die ganzen Autos, die davor stehen. Ich raste da mal hin. Ich habe gerade die Visual-Settings-Ding, weißt du, geändert. Warte, ich muss ein Skype schreiben. Ich raste dort so schnell wie möglich hin, als hätte ich einen Sondereinsatz. Mindestens 10 Personen, ich brauche Unterstützung. Ja, warte. Scheiße, wieso kriege ich immer die ganze Schusswechsel? Ich muss Waffe holen, komm schon, wo ist die M4? AOG, komm her. Ach du Scheiße, mindestens 10 Personen. Warte, was nochmal Reload, oder? Reload Scripts. Reload Scripts zusammengeschrieben, ja. Ich bin grad... gestorben. Nein. So. Mindestens 8 Personen schießen auf der Straße mit Starkfeuerwaffen, so wie Uzis. Schießen auf Zivilisten. Present wieder offline. Sorry. Irgendwer von euch gleich vielleicht einladen, danke sehr. Ja, mach ich. Wir sind aber gleich fertig. Der Aufnahme halt. Macht ja nix. Lass uns leider schon ein. Bist denn du bist bitte? Also da, gleich drüben. Und ich habe wieder was zusammengefahren. Oh, der Kurt muss zusammenfahren. Oh, ich hätte Unterstützung, Ja. Der schaut nicht gut aus, Herr Hubner. Ja, das schaut nicht. Oh mein Gott. Bin schon so wenig Leben. Kleiner Solle hinig. Scheiße, sie waren und sagt dir. Das bist du gut. Nein. Okay, ich kann gerade nicht sogar schon. Gehört ihr noch dazu da? Ja. Ja, der geht dazu. Möchte spielen. Check mal die Gegend, das kann sein, dass er noch irgendwo ist. Warum hast du nicht Perli genannt? Dann würde ich den Perli nicht spielen. Von Xbox Name. Warte mal. Nein, da ist niemand mehr. Xbox. Gut, dann ist es ist safe. Gut. Na gut, dann sind wir eigentlich fertig. Für den ersten Part. Haben wir schon hingekriegt. Ja. Bei Abstürzen und sonst alles gut. Ich habe mein Auto verloren. Achso, steht da vorne. Hast du nicht gesaved? Doch. Ich hab ein Auto verloren. Nein, es ist da gepackt. Ich bin in die falschen Dinge eingegangen. Na gut, weißt du nicht mehr, wo seine Orte stehen. Ja. So gut. Dann verabschieden wir uns erst einmal für den ersten Part online. Also der APC, also das ist der Austrian Police Clan. Wer joinen will,
muss sich mit GTA auskennen und braucht eben die genügende Erfahrung mit, wie man halt mit Mods umgeht, weil sonst stürzt ihr das dauerhaft ab nach 2 Minuten im Online-Modus. Also wir verabschieden uns und tschüss. Ja.